Guten Morgen, Leute. Mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Und gemeinsam mit dem Marcel fliegen wir gleich in circa 2 Stunden Richtung London, um ein bisschen Urlaub zu machen. Und dahin möchte ich euch mitnehmen. Wir müssen jetzt los. Es ist 5 Uhr morgens. Für so eine Tour startet man doch gerne in den Tag. Ich werde das erste Mal seit Jahren mit dem Koffer reisen und nicht mit dem Rucksack. Ich habe keine Outdoor-Sachen an, sondern mal ganz normale Sachen. Ist auf jeden Fall ein bisschen anders als sonst. Ja, viel Spaß mit dem Video, würde ich sagen. Let's go! Guten Morgen, der Herr. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist meine Uhrzeit, wirklich. Das ist auch meine Uhrzeit. 5.10 Uhr, wir müssen los. Die Zeit läuft. So, am Flughafen angekommen. So, die Zeit rennt, ne? Check-in ist jetzt schon. Frühstück oder sonstiges wird erstmal nichts. Wir müssen erstmal durch die Sicherheitskontrolle. Ich hoffe, ich habe kein Messer mit. Das ist ja immer so eine Sache bei mir in den Hosentaschen. In den riesigen Hosentaschen kann sich allerdings befinden. Da kann ich auch mal noch einen kleinen Ochsenziemer versteckt haben. So, wir sitzen. Halt mal die Augen nochmal kurz zu im Flugzeug. Ja. Das erste Mal, dass wir zusammen fliegen. Stimmt. Dass du generell mal wieder fliegst. Ja, lange her. Das mache ich wirklich selten, muss ich sagen. Tschüss. So, Leute, wir gehen jetzt ins Flugzeug. Heute mal kein Flixbus. Wir sitzen im Flugzeug, es geht los. Ist ganz schön eng hier, muss man sagen. Auf jeden Fall anders als normalerweise im Privatjet, aber passt schon. Auf nach London. So, und somit sind wir in Heathrow in London gelandet. So, wir sind raus aus dem Flieger, Leute. Richtig steil, ey. Wir sind in der Schweiz gelandet, das kann nur ein Berg sein. So, was ist unsere Mission jetzt? Erstmal zur U-Bahn kommen. Und dann Richtung Hotel. Das Schöne ist, es ist noch so früh am Morgen, wir haben es jetzt 8:30 hier, dass dadurch auf jeden Fall noch richtig viel Zeit am Start ist. Und da haben wir uns das ja auch überlegt gehabt. So, einfach den anderen hinterher. Hey Leute, es ist gar nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden in diesem riesigen Flughafen. Erstmal überhaupt jetzt gerade, überhaupt rauszukommen, dann nochmal ein Passport zeigen und so weiter. Naja, haben wir alles geschafft. Wir sind jetzt quasi bei der U-Bahn. Ja, da unten fährt sie schon. So, Karte ist gekauft und jetzt ab zur U-Bahn. Stunde. Marcel, komm, setz mal nach. Richtig klein hier, die U-Bahn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die alle so sind, aber diese hier ist auf jeden Fall so. So, in der nächsten U-Bahn. Aber wir sind in einer Station da, oder? Eine? Aber da siehst du, dass die Grüne langläuft. Okay, also da müssen wir hin. Gucken wir mal. Alter, wir haben tatsächlich die Bahnstation erreicht. Mind the gap between the train and the platform. So, nächste Mission ist irgendwie Hotel finden. Der erste Eindruck ist, Sonne ist am Start. Sehr, sehr nice. Can you check if your name is correct? Yes. Okay. Oh, funktioniert. Oh, erstmal kurz hingesetzt. Hui. Yeah. Oh, das Kissen ist geil. Das ist so ein. Hier sind so verschiedenste Kissen hier aufgebaut. Das ist genauso richtig wie für Marcel auch. Das ist richtig gut zum Entspannen und zum Lesen oder so, weil es so ein hartes Kissen ist. Leute, nochmal ganz kurz. Bett 1, Bett 2, schöne Wandvertäfelung, so ein bisschen im britischen Style. Auch hier natürlich die anderen Steckdosen am Start, wo ich jetzt auch hier. Guckt euch das mal an, das sieht so komisch altmodisch aus. Hier mal ein Badezimmer, um das ganz kurz nochmal zu schildern. Machen wir das Licht an, zack. Und dann gehen wir jetzt aber mal ab in die Stadt, denn wir haben richtig Bock zu shoppen. Wir machen nämlich richtig hier einen schönen Partnerurlaub. Flitterwochen sind das quasi, hier verlängerte. So, go. Tschuh, Leute, wir sind unterwegs und zwar vom Hotel weg, wo wir jetzt gerade durchlaufen. Das ist schon wieder so typisch britisch, dass ich hier einfach mal kurz die Kamera anschmeißen musste. Diese kleinen Gassen hier, diese wunderschönen kleinen Häuschen, alles sehr, sehr schön gepflegt. Das ist einfach so ein normaler Durchgang und hier dann direkt wieder teure Autos überall und so ziemlich luxuriöse Häuser. Oh, kommen wir gerade aus Marks & Spencer, sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Und ich habe hier zwei Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Richtig krasse Sandwiches, die ich unbedingt jetzt sofort hier
vor diesem Markt ausprobieren muss, weil ich so einen Hunger habe. Man kann da drin halt nicht filmen, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber vielleicht blende ich euch nochmal Fotos ein die Tage. Wir sind da bestimmt noch öfter. Also ich nicht bestimmt, ich bin da safe nochmal öfter. Und heute Abend im Hotel wird, glaube ich, nochmal richtig geschlemmt. Oh. Das kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut essen. Schmeckt wie ein Salat beim Blockhaus. Wer die Blockhaus-Salate kennt, 5 von 5 Düsenjets mal wieder. War ja ganz toll. Und wo sind wir jetzt angelangt? Richtig am Piccadilly-Zirkel. Hier so ein bisschen der Kern Londons. Da haben sie ordentlich was aufgebaut. So ein bisschen auf New York-Style, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich diese Wand da anguckt, in Kombination hier, dieser ganze Verkehr irgendwie. Da kommt schon auf jeden Fall richtig so ein Großstadt-Feeling rüber. Auch noch viel, viel eher als in Berlin. Weil der große Unterschied hier zu Berlin ist natürlich auch, hier sind extrem viele alte Häuser. Es hat irgendwie ein bisschen was von Paris hier, in Kombination eben mit diesen geilen Bildschirmen. So, jetzt ist es natürlich relativ waghalsig hier, bei so vielen Jugendlichen, die hier tatsächlich sitzen, mit der Kamera rumzulatschen. Die haben auch alle schon gerade ein bisschen geschielt. Da muss man natürlich sagen, ist man doch ein bisschen auffälliger unterwegs, Leute. Aber macht nichts, mich stört's nicht. Welcome to Chinatown. Das geht ja gut los hier auf jeden Fall. Hängen hier einfach ganze Hühnchen rum. Also ich muss sagen, das sieht auf jeden Fall richtig nice aus hier. Alles richtig schön bunt. Diese roten Ballons hängen hier alle irgendwie. Auch hier hinter mir so ein japanisches Super-Diner. Wirkt auf jeden Fall alles ziemlich cool. Der Eingang natürlich sowieso. Boah, Leute, sollen wir sowas mal abends im Hotelzimmer testen? Einfach heißes Wasser aus dem Kocher drauf und dann wird das einfach gesnackt. Ich glaube, das ist cool. Das kaufe ich mir. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind nämlich jetzt an dieser Stelle am Wasser angelangt. Es ist inzwischen fast dunkel geworden. Boah, und wir sind auch richtig fertig, Alter. Von 1 bis 10, wie fertig bist du? 87. Ja, aber es gibt jetzt nochmal einen kleinen Ausblick über die Themse und über ein paar schöne, höhere Gebäude. Sein mag. Die Aussicht hier gerade im Dunkeln ist einfach genial, Alter. Da kann man aber gar nichts sagen. Da dieses beleuchtete, blau beleuchtete Hochhaus, das Riesenrad, da hinten wieder in der Ferne die schönen Wolkenkratzer und dann den Schiffen, die hier über die Themse fahren. Wahnsinn! Wahnsinn, Leute! Auch so ein Gebäude hier. Wahnsinnig pompös und schön. Ey, was eine geile Stadt. Ich bin richtig begeistert von London. Leute, ganz ehrlich, ne, es kommt einem wirklich so ein bisschen im Hintergrund vor, als wäre man in New York hier. So mit geiler Musik irgendwie, so auf klassisch Hip-Hop angelehnt. Irgendwie, es ist kalt, es ist so ein Winterfeeling irgendwie. Hier müsste jetzt nur noch eine Eisbahn sein. Und dann ist jetzt hier direkt vor das Riesenrad, das Bekannte. Aber was eine Skyline einfach. Also London ist schon eine sehr, sehr atemberaubende Stadt. Und jetzt gerade, wo wir schon den ersten Einblick sammeln konnten, kann man auf jeden Fall am ersten Tag sagen, check, Tag war sehr, sehr schön, hat sich gelohnt, oder? Wir haben auch so viel gemacht wie manche in einer Woche. In 10 Jahren nicht. Oh, Servus noch einmal, wir sind wieder im Hotel, das gibt's doch gar nicht. Basis, Digga. Ich fühle mich ein bisschen wie nach einem Megamarsch. Wie viel sind wir gelaufen? Fast 35.000 Schritte. Ja, doch, 35.000 Schritte und 27,5 Kilometer oder sowas. Für so einen normalen Tag war das schon sehr, sehr, sehr ordentlich. So, Leute, jetzt habe ich natürlich Essen gekauft. Marcel auch. Guckt euch das mal bitte an. Einmal das Sandwich, ja. Dann haben wir das Getränk, das liebe ich auf jeden Fall. In die Kommentare, wer auch. Und dann hier Sushi-Paradies des Jahres. Weil das sieht wirklich richtig köstlich schmächtlich aus, Leute. Mmh. Geil. Ciao, bis später, Leute. Schwenk weg. Ciao. Ach, guten Morgen, Leute. Tag 2 in London. Heute beginnend mit dem Camden Markt. Wir müssen das Zimmer jetzt leider verlassen, weil wir irgendwie ein neues Zimmer kriegen, weil dieses Zimmer hier gebraucht wird für irgendeine Familie, die hier die komplette Etage mietet oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie war da sowas gestern. Bis gleich. So, nach der kleinen Session im Hotelzimmer, es ist no homo, sind wir jetzt angelangt hier in Camden Town. Was auf jeden Fall klar ist, es ist ein buntes, sehr, sehr buntes Stadtviertel. Ja, sehr künstlerische Häuserfassaden irgendwie. Ah, guck mal, da hinten steht schon Camden Market, glaube ich. Okay, also gucken wir uns um. Vier, den ich hier sehen, aber der Laden war lustig.
Ja, hier hast du dann auch irgendwie mal Wasser zwischendurch. Das ist schon ziemlich geil gemacht, muss man sagen. Da so eine alte Bahnüberführung und eben ganz viele alte Industriegebäude. Ach, und guck mal, da geht's dann gleich auch in die nächste Gasse einfach nach oben. Da können wir ja mal einfach rüber die Straße gehen und schauen, was sich da so verbirgt. Ja, so Figuren drin sind an. Das sind Typen. Das ist auf jeden Fall auch geil hier, diese Markthalle. Also Essen ist nicht schlecht, der absolute Wahnsinn. Alle kommen hier irgendwie, das, Taxis, Taxis, Taxis. Die Musik dazu, diese ganzen Lichterketten und so weiter. Crazy shit. Teriyaki-Nudeln, check. Ah, Düsenjets vergebe ich wirklich hier an der Stelle 4,5 von 5. Bin wirklich überzeugt, ist echt lecker, das ist schon gut. Okay, wir sind angekommen bei Five Guys, es ist einfach abends inzwischen. Ja, jetzt gibt es einen Burger, einen ganz, ganz saftig, knaftigen Burger, glaube ich. Pommes am Start. Na Leute, wollt ihr auch eine? Die sind köstlich. Mmh, Mayonnaise, Ketchup, keine weitere Soße. Jalapenos, Tomaten und Salat. Nein, scheiße, und ich muss essen, ciao. Ich bin mal wieder am Start, Leute. Und zwar irgendwie in einem Bankenviertel, guckt mal. Bei wunderbarem Regenwetter weiterhin. Alter, guckt euch das mal an. Da vorne sieht man wieder aus wie New York hier, immer am Abend. Da unten irgendwelche krassen Restaurants, wo noch die Geschäftsleute zusammenkommen. Diese ganzen Eingänge da drüber. Speisen die Leute alle, schon sehr, sehr schick. Was ist eigentlich mit ihnen? Wollen sie Spenden entgegennehmen oder warum haben sie so einen Pech? Ja, Mann, wir brauchen Spenden! Oh, Leute, bei nordseetechnischem Wetter haben wir es tatsächlich geschafft hier zur Tower Bridge. Da haben wir alle Kapuzen aufgesetzt, die ich habe. Und hinter uns ist irgendwie auch noch dieser Shard Tower oder wie das Ding heißt. Diese Kulisse da sieht wieder Wahnsinn aus. Schön, dass wir hier auch noch angekommen sind, auch wenn es die ganze Zeit regnet, was den Marsch natürlich heute etwas schwieriger gemacht hat. Wahnsinn, Leute. Tower Bridge natürlich bekannt für diese schönen Bögen, beziehungsweise die zwei Brücken, die oben nochmal rüber gehen, wo man dann von einem Turm zum anderen gehen kann. Das ist natürlich Hammer, gerade mit dieser schönen blauen Beleuchtung. Svenja! Wunderschönen guten Morgen. Der dritte Tag in London. Wir sind im Hotelzimmer. Es ist ein graues Wetter. Wir können mal aus dem Fenster schauen. Ja, draußen sind wieder Bauarbeiten am Start. Ich habe gestern nicht mehr viel gefilmt. Wir sind sehr schnell ins Bett gegangen. Wir wollten noch einen Film weiter gucken. Selbst das haben wir nicht gemacht. Wir machen uns jetzt los zum Naturkundemuseum. Einmal durch den Hyde Park gerannt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz viel Spaß. Mit diesem Video, mit diesem Tag meine ich natürlich. Video ist ja schon lange im Gange. Was ein Event in London, wirklich. So, let's go. Und draußen sind wir. Hier vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt, wie das Hotel aussieht. Und so betreten wir den Hyde Park. Wo die Exklusivität der Häuser hier so immens ist. Wahrscheinlich ähnlich wie im Central Park. Also ist wirklich ganz, ganz krass. Man darf hier auch kein Fahrrad fahren in dem Park. Der ist wirklich nur für Fußgänger und Jogger und so weiter gedacht. Wow, da sind wir, Leute. Naturkundemuseum London City. Und das ist nochmal eine andere Liga als das, was wir aus Berlin kennen, auf jeden Fall, aber ganz dezent. Also man könnte denken, man ist am Buckingham Palace mit diesem Geländer hier. Was ist auch dein erster Eindruck? Sieht nicht aus wie ein Museum, sieht aus wie so ein Königspalast. Und es ist kostenlos, wenn wir uns nicht alles täuscht. Deswegen freuen wir uns da natürlich an der Stelle ganz besonders drauf, weil wir sind Sparfüchse, große Sparfüchse. Gut, sind wir drin in der guten Stube. Alter Schwede, ey. Wie geht denn das hier los, bitte? Willkommen im Naturkundemuseum London. Und da sind wir wieder draußen. So, wie viele Düsenjets hält das Ganze hier von dir? Ich glaube, das kostenlos war 5 auf jeden Fall. 5 und 5, gerade mit der Architektur und so. Ja, auch gerade nochmal mit diesem Teil, wo man mit der Rolltreppe rausgefahren ist, gerade zum Schluss. Hammermäßig, also kann man auf jeden Fall machen. Lohnt sich und schönes Wetter. Regen angesagt war. Alter, hammermäßig. Basis an der Stelle für den blauen Himmel. Jetzt habe ich langsam wieder Hunger. Oh, nach jahrelanger Marscharbeit, wir sind wirklich gemarschiert wie irre und netten Gesprächen hier am Hyde Park, sind wir nun angelangt am Buckingham
Buckingham Palast. Das ist ein weiterer Touri-Point für euch, den wir abgearbeitet haben hier in dieser Stadt an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Das muss man wirklich sagen. Sonnenscheintechnisch richtig geil heute. Wirklich richtig schön. Da ist er. Da vorne. Da vorne stehen auch direkt Polizisten. Da auch. Und hier drin wohnt tatsächlich die Queen. Da ist sie irgendwo. Und ich meine sogar, ich sehe sie gerade hier am Fensterbrett sitzend, zeichnend. Mit einem Zeichenblock malt sie gerade. Was da wohl passiert, wenn ich den Marcel jetzt hier mal rüber schmeiße über den Platz. So, jetzt laufen wir nochmal irgendwie mitten durch London City auf der Suche, ja, nach was zu essen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden, was uns anspricht. Wir wissen beide noch nicht so genau was. Aber hier ist auch irgendwie immer noch viel Regierung, wie es aussieht. Wie man hier auf jeden Fall dran erkennen kann. Alles voller BMW. 7er, 7er, 7er. Sehr, sehr schöne Gassen hier auf jeden Fall. Es ist Nacht geworden inzwischen wieder, oder zumindest abends. Und falls ihr euch wundert, wo eigentlich der gute alte Marcel hin ist, der ist weg. Den habe ich verloren. Nee, wir haben uns getrennt tatsächlich. Er läuft gerade irgendwo durch die Stadt, um noch ein paar Besorgungen zu treffen. Und ich laufe jetzt gerade mal zum King's Cross Bahnhof, weil ich mir unbedingt nochmal Gleis 9 3 Viertel ansehen möchte. Warum hängt hier eigentlich schon wieder das? Und dann laufe ich nochmal in die andere Richtung. Da gibt es nämlich auch noch was zu sehen. Dazu aber gleich später mehr. Ich muss jetzt erstmal irgendwie King's Cross finden. Dazu weiß ich eigentlich nur, dass ich hier mal geradeaus muss. Und dann sollten wir eigentlich gleich auch schon da sein. Ist auch mal schön, irgendwie alleine hier rumzulaufen. Hat was. So, da oben steht's dran. King's Cross. Da wollen wir hin. Bahnhof King's Cross ist gefunden. Jetzt müssen wir nur noch das berühmt-berüchtigte Gleis finden. Ob das wohl ausgeschildert ist oder ob man das durch Magie zur Zauberei finden muss. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es auf jeden Fall suchen und hoffentlich finden. Und genau da vorne, da wo dieser Wagen steht. Wo ich jetzt lieber nicht zu nah rangehe, weil da irgendwie das ganze Foto technisch ausgeschlachtet wird in der Hinsicht, dass man da Fotos kaufen kann und dann im Store irgendwie ja, ausgedruckt kriegt. Das mache ich jetzt natürlich nicht, da kriegt man so einen Schal um. Aber auf jeden Fall geil mal hier zu sein in King's Cross. Theoretisch ja zwischen 9 und 3 Viertel, 9 und 10. Ja, und dann gibt es hier natürlich auch wieder solche Fanläden. Sieht aber alles ganz, ganz anders und viel moderner aus als im Film. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. So, und jetzt haben wir gleich noch eine Adresse, zu der wir wollen. Ratet doch mal in den Kommentaren, wo wir jetzt noch hingehen. So, und da sind wir am letzten Spot angelangt. 221b, Sherlock Holmes. In dem Fall im Museum, aber früher soll er ja hier gelebt haben, in der Baker Street. Marcel dürfte längst im Hotel sein. Ich werde jetzt auch wieder hinlaufen, es hängt zwischen irgendwie auch schon relativ spät. Zimmer 406. Und damit sind wir wieder zurück im Hotelzimmer angelangt. Und es ist natürlich so, dass ich schon längst geduscht habe, meine Schlafanzughose an habe und wir wirklich fertig sind ohne Ende. Und jetzt hier eine kleine Salatbar aufgebaut haben, bestehend aus verschiedensten geilen Salaten. Natürlich wieder von, wie will es anders sein, haben wir hier irgendwo nochmal einen Marks & Spencers. Und dann gibt es hier noch eine Sache, die wir unbedingt machen wollten. Wo ist das Ding eigentlich? Dieses Ding gilt es nämlich noch auszuprobieren. Alter, ich habe da echt Schiss vor. Riecht mal daran, Leute. Riecht ihr das? Oh, es stinkt. Zu dieser Verköstigung. Dazu müssen wir ganz dringend lüften. Boah. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, aus dem Hotelzimmer noch ein allerletztes Mal. Nach dieser kleinen Fressaktion gestern Abend, die ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist, verlassen wir heute London wieder. Es geht nach Hause und zwar sowas von ein Trauerspiel, Leute. Ich habe mir extra dafür heute mal eine Baumtarnhose angezogen, dass vielleicht die Leute mich nicht so sehen, meine Trauer nicht so sehen und ich mich an jedem Baum verstecken kann. Wir gehen jetzt raus und dann sehen wir uns später am Flughafen. Bis dann. Oh. Und da sind wir am Flughafen. Und zwar ziemlich viel schneller als gedacht. Ey, wir hatten gerade noch mega Chaos. Wir hatten mega geile Tage in London, setzen uns jetzt ins Flugzeug und fliegen zurück nach Berlin City. Im Flugzeug angekommen. Werden wir jetzt losfliegen. Und ein bisschen schlafen und Musik hören vielleicht. Bis gleich in Deutschland. Willkommen zurück in Berlin. In der Wohnung zurück, Alter. Mit dem Marcel zu dem Skorpion. Das war eine wundergeile Tour. Ich hoffe, euch hat es auch so ein bisschen gefallen. Es war eine wunderschöne Reise und immer gerne wieder. Euer PJ Adventure. Bleibt frau und gesund und lebt euer Abenteuer. Und auch so eine normale Städtetour kann lebt euer Abenteuer bedeuten. Das muss nicht immer ganz krass im Schlamm wühlen bedeuten. Mal vor Polizei wegrennen oder sonst was. Es kann auch mal heißen, einfach nur in eine andere Stadt zu fahren oder zu fliegen. Also, ciao Leute.
Junger Mann! Wir brauchen Spenden!